Herzlich willkommen zu einem neuen Yoga-Video. Mein Name ist Katharina und ich freue mich, dass ihr dabei seid und wir gemeinsam Kundalini-Yoga praktizieren. Denn auf euch wartet heute wieder eine Kundalini-Kriya. Die Kriya heißt im Originalen A Short and Sweet Kriya to Get the Energy Moving. Es ist wirklich eine einfache Kriya, die aber sehr effektiv ist. Sie dauert nur ungefähr 22 Minuten und der Rücken fühlt sich danach richtig schön geschmeidig an. Und die Energie wird im Körper aktiviert. Es ist eine schöne Kriya, die man morgens vor dem Aufstehen machen kann, aber auch wunderbar abends vor dem Schlafen gehen. Bevor wir jetzt gleich mit der Kriya starten, kommen erstmal in einen aufrechten Sitz, in die einfache Haltung. Richte dich in deinem Oberkörper gut auf. Und dann gib die Hände vor deinem Herzen zusammen, sodass die Daumen leicht dein Brustbein berühren. Und dann schließe hier deine Augen. Atme tief durch die Nase ein und wieder aus. Mal tief einatmen und wieder ausatmen. Und dann atmen wir gemeinsam ein für dreimal Om Namo Guru Dev Namo. Ein Mantra, was den Raum für den inneren Lehrer öffnet, einen Rahmen für die Kundalini-Stunde gibt. Atme tief durch die Nase ein. Om Namo Guru Dev Namo. Om Namo. Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Atme tief durch die Nase ein. Halte den Atem. Halten. Zieh Mulband, Beckenboden weit nach oben. Schieb die Energie deiner Wirbelsäule entlang nach oben Richtung Kopf. Halte. Und dann ausatmen, langsam lösen und entspannen. Dann spür hier kurz nach. Lass deinen Atem wieder ganz natürlich fließen. Dann öffne ganz langsam deine Augen. Und kretsch hier einmal die Beine. Von hier bring deinen rechten Fuß an deinen linken Oberschenkel, winkel dein rechtes Knie an. Und dann flex deinen linken Fuß, dass die Zehen leicht Richtung Oberkörper zeigen. Und dann atme ein, bring die Arme gestreckt über die Seite weit nach oben, mach dich schön lang. Und ausatmen, dreh den Oberkörper zur linken Seite und beug den Oberkörper nach vorne über dein linkes Bein. Greif hier mit deinen Händen, je nachdem, was du greifen kannst, entweder deine Oberschenkel, deine Knie, Unterschenkel oder vielleicht sogar deine Füße, deine Zehen. Optimalerweise greifst du deinen großen Zeh und gibst mit den Daumen so ganz leichten Druck auf deinen linken großen Zeh. Und dann vertiefe hier deinen Atem. Atme tief ein und aus. Und bleib hier bei der Aufmerksamkeit bei dir. Schließ dafür gerne deine Augen, dass die Aufmerksamkeit nach innen gerichtet ist. Der Fokus liegt hier auf deinem tiefen, gleichmäßigen Atem. Dann atme tief durch die Nase ein, richte den Oberkörper leicht auf, halte. Dann ausatmen, löse ganz langsam auf, richte dich mit deinem Oberkörper wieder auf und dann wechseln wir die Seite. Streck dein rechtes Bein zur Seite aus und gib den linken Fuß an deinen rechten Oberschenkel.
Einatmen, bring die Arme gestreckt auf die Seite weit nach oben, mach dich lang, streck dich bis in die Fingerspitzen. Dann ausatmen, dreh den Oberkörper leicht Richtung rechtes Bein und beug den Oberkörper nach vorne über dein rechtes Bein und greif auch hier, was du greifen kannst. Wenn du kannst, dann drück deine beiden Daumen auf deinen großen Zeh, gib da ganz leicht Druck drauf und schließ auch hier gerne wieder deine Augen. Bald eine ganz leichte Länge in deinem Rücken und atme tief und gleichmäßig ein und aus. Nimm wahr, wie sich mit jedem Atemzug die Energie in deinem Körper verteilt und du neue Energie bekommst. Mit der nächsten Einatmung richtest du dich im Oberkörper wieder leicht auf, hältst den Atem kurz und ausatmen, richte dich hier wieder komplett auf, wechsel auch hier nochmal die Seite, kretsch jetzt dein linkes Bein zur Seite, rechter Fuß an linkem Oberschenkel und einatmen, richte dich hier im Oberkörper gut auf und leg jetzt deine rechte Hand an deinen unteren Rücken. Und ausatmen, beug den Oberkörper zur linken Seite und greif mit deinem linken Arm, deiner linken Hand auch hier, was du greifen kannst und leg deinen Unterarm gerne auf deinem Unterschenkel ab. Der Kopf dreht jetzt Richtung rechte Schulter, sodass du hier eine richtig schöne Öffnung in der rechten Körperseite spürst, eine leichte Dehnung. Und atme auch hier tief in die Seite hinein. Einatmest, hebt sich die Bauchdecke und beim Ausatmen zieht sie sich langsam wieder nach innen. Die Aufmerksamkeit bei deinem Atem und der Öffnung von deiner rechten Körperseite, der Dehnung deiner linken Beinrückseite. Nimm hier noch einen tiefen Atemzug. Mit deiner nächsten Einatmung hältst du den Atem, zieh Beckenboden, Mullband nach oben, halte hier kurz. Dann ausatmen, löse ganz langsam wieder auf, richte deinen Oberkörper auf und wechsel auch hier nochmal die Seite. Streck dein rechtes Bein zur Seite aus, linker Fuß an rechte Oberschenkel, greif mit deiner rechten Hand deine rechten Zehen und gib deine linke Hand oder Unterarm an deinen unteren Rücken. Atme ein und ausatmen, beug den Oberkörper zur rechten Seite rüber. Der Kopf dreht jetzt hier Richtung linke Schulter. Schließ auch hier gerne deine Augen und bleib mit der Aufmerksamkeit bei dir. Atme tief ein und wieder aus. Und lass deinen Atem in deinen gesamten Körper strömen. In jede Zelle. Lass sich deinen Atem überall verteilen.
Nimm auch hier diese leichte Öffnung deiner linken Körperseite wahr. Dann nimm auch hier noch einen tiefen Atemzug. Mit der nächsten Einatmung hältst du deinen Atem kurz, halten. Und ausatmen, richte dich langsam wieder im Oberkörper auf, komm nach oben und komm in die einfache Haltung. Leg deine Hände an deine Fußknöchel. Und wir machen hier weiter mit dem Kamelritt. Das heißt, wenn du einatmest, geht dein Brustkorb nach vorne, gehst in ein leichtes Hohlkreuz. Und ausatmen, schieb deinen Oberkörper nach hinten, mach den Rücken rund, Katzenbucke. Der Kopf bleibt dabei aber ganz gerade und wir machen das relativ flott, recht dynamisch. Wir beginnen gemeinsam. Atme tief durch die Nase ein und wieder aus. Und dann einatmen, Oberkörper nach vorne, ausatmen, nach hinten. Fahr in deinem Tempo fort und verbind dich hier mit deinem Atem. Einatmen, Hohlkreuz, Oberkörper nach vorne. Ausatmen, Katzenbuckel. Behalte die Aufmerksamkeit hier bei deiner Wirbelsäule und nimm wahr, wie sich die Wirbelsäule nach vorne und nach hinten biegt. Die Augen sind geschlossen und der Blick ist nach innen gerichtet. Und dann atme tief durch die Nase ein, richte dich im Oberkörper auf, streck dein Brustbein nach vorne, halte den Atem, halten, zieh Mullband, Beckenboden weit nach oben, schieb die Energie in deiner Wirbelsäule nach oben, halte und dann ausatmen, entspann. Von hier komm mit deinem kompletten Körper, deiner Körperrückseite nach unten auf den Boden. Leg die Arme erstmal rechts und links neben deinen Körper. Wenn du jetzt einatmest, ziehst du dein linkes Knie nach oben Richtung Brust und gleichzeitig geht der rechte Arm gestreckt nach hinten. Und ausatmen, bring beides wieder nach vorne und dann Seite wechseln. Einatmen, rechtes Knie und linker Arm nach oben ziehen. Und ausatmen, wieder nach unten. Und dann fahr hier in einem recht flotten Tempo fort. Behalt auch hier die Augen geschlossen und behalt die Aufmerksamkeit bei deinem Nabelzentrum, bei der Mitte von deinem Körper, deinem Bauch, wo die ganze Kraft sitzt. Und wir aktivieren hier richtig schön unseren Nabelpunkt. Und atme hier recht tief und gleichmäßig. Kräftiger Atem. Ball die Aufmerksamkeit bei deinem Zentrum von deinem Körper, beim Nabelpunkt. Und stell dir richtig vor, wie hier so ein richtiges Lichtfeld aktiviert wird, wie diese Energie in deinen ganzen Körper strahlt und jede Zelle mit Energie versorgt.
Fahr noch für einen kurzen Moment fort, gleich geschafft. Und dann atme tief durch die Nase ein, zieh ein Knie weit nach oben, streck beide Arme weit nach hinten, halte. Und dann ausatmen, entspann. Von hier richte dich im Oberkörper gleich auf, komm nach oben und komm von hier direkt in die Vierfüßlerposition. Für Katze-Kuh. Wenn du einatmest, geht der Rücken nach unten. Ausatmen, Katzenbuckel. Einatmen, Hohlkreuz, Kopf heben, ausatmen, Katzenbuckel. Und auch hier behalt die Aufmerksamkeit weiterhin bei deinem Nabelzentrum und der Flexibilität deiner Wirbelsäule und fahr in einem recht flotten Tempo fort. Such dir aber dein Tempo. Wichtig ist nur, dass du es ungefähr gleichmäßig beibehältst, aber mach es in deinem Tempo. Halt auch hier die Augen geschlossen. Bleib mit der Aufmerksamkeit bei dir. Und dann atme hier tief durch die Nase ein, richte deinen Rücken wieder gerade aus, atme tief ein, halte den Atem, halten und dann ausatmen, entspannen und von hier schieb deinen Oberkörper nach hinten in die Stellung des Kindes. Leg die Stirn vor dir auf der Matte ab. Leg die Arme rechts und links neben deinen Körper. Und lass hier wirklich los, lass die Augen geschlossen. Die Handflächen zeigen nach oben. Entspann hier deinen ganzen Körper. Gib hier alle Energie an die Erde ab. Erlaub auch deinen Schultern zu entspannen und lass deinen Atem ganz frei und tief fließen, ohne ihn kontrollieren zu wollen. Mit der nächsten Einatmung setzt du deine Hände unter deine Schultern und schiebst dich hier ganz langsam mit dem Oberkörper nach oben. Bleib im Fersensitz oder alternativ kannst du auch in die einfache Haltung kommen. Und setz deine Hände jetzt hier auf deine Schultern. Die Unterarme sind parallel zu deinen Schultern. Und mit der nächsten Einatmung drehst du deinen Oberkörper zur linken Seite, ausatme zur rechten. Noch hier in einem flotten, dynamischen Tempo. Einatmen, ausatmen. Und den Oberkörper dabei drehen. Der Kopf geht mit der Bewegung mit. Und behalte die Augen geschlossen. Der Unterkörper ist relativ ruhig und die Bewegung findet in deinem Oberkörper statt, in der Wirbelsäule. Die Übung hilft sehr dabei, dass die Wirbelsäule flexibel bleibt. Rücken geschmeidig ist,
Verspannungen gelöst werden und auch gleichzeitig deine Körpermitte, dein Zentrum aktiviert wird. Mit der nächsten Einatmung kommst du in die Mitte, atmest so tief ein, dass du richtig schön deinen Bauch füllst, halte den Atem, zieh Mullband, Beckenboden weit nach oben, halte und dann ausatmen, entspann. Löse die Hände, leg deine Hände von hier direkt auf deine Knie. Und wir machen direkt weiter mit dem Schulterkreisen. Das heißt, einatmen, zieh die Schultern hoch zu den Ohren, ausatmen, über hinten ablegen. Mach richtig schön große Kreise und verbind das Kreisen auch mit deinem Atem. Der Kopf bleibt weiterhin gerade ausgerichtet. Nimm wahr, wie auch die Energie in deinem oberen Bereich von deinem Körper aktiviert wird, sich verteilt. Und dann atme auch hier tief durch die Nase ein, zieh die Schultern einmal schön nach oben hoch zu den Ohren, halte. Und ausatmen, entspann. Spür kurz nach. Und dann komm von hier für die Schlussentspannung auf deinen Rücken zum Liegen. Leg die Arme rechts und links neben deinen Körper und nimm dir auch gerne alles, was du brauchst, um deinen Körper warm zu halten. Eine Decke, vielleicht auch ein Kissen, Socken. Und wenn du soweit bist, dann schließe deine Augen. Nimm wahr, wie die Rückseite von deinem Körper die Matte berührt. Und wie du von deiner Matte getragen wirst. Entspann deinen ganzen Körper. Und erlaube deinem Körper jetzt loszulassen. Dann verstärke deinen Atem langsam wieder etwas mehr.
Atme tief durch die Nase ein und wieder aus. Und bring von hier ein bisschen Bewegung in deinen Körper, wackel mit den Fingern, den Zehen. Mach Kreisenbewegungen mit Handgelenken und Fußgelenken. Reck und streck dich. Mach nun alle Bewegungen, die dein Körper jetzt braucht. Dann bring von hier deine Handflächen und Fußinnenseiten zusammen und reib sie fest aneinander, um wirklich Energie zu erzeugen, Wärme zu erzeugen. Und von hier zieh deine Knie Richtung Oberkörper, greif mit deinen Händen unter deine Knie und dann schaukel dich hier ein paar Mal an deiner Wirbelsäule entlang. Und dann komm von hier mit Schwung nach oben in einen aufrechten Sitz, in die einfache Haltung. Richte dich hier in deinem Oberkörper nochmal gut auf. Stell dir vor, dass von der Spitze von deinem Kopf ein Faden nach oben Richtung Himmel geht, der dich aufrichtet. Und von hier gib deine Hände vor deinem Herzen zusammen. Die Daumen berühren leicht dein Brustbein. Atme tief durch die Nase ein und wieder aus. Und dann atme tief ein für ein abschließendes gemeinsames Sat Nam. Sat Nam. Dann lass dein Kinn langsam nach unten Richtung Fingerspitzen sinken und verneig dich so vor deinem Körper und der Yoga-Praxis. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe sehr, dass dir die Kriya gut getan hat, dass du die Energie mit in deinen Tag nimmst und mit der Aufmerksamkeit bei deiner Energie bleibst. Und eine gewisse Dankbarkeit auch mit in deinen Tag nimmst. Dankbarkeit für deine Praxis, für dein Leben. Und hoffe, dass du die Energie auch nutzen kannst, um dein Licht strahlen zu lassen in der Welt. Ich freue mich riesig, wenn dir das Video gefallen hat und bis zum nächsten Mal.